Darf ich Sie sehr herzlich begrüßen zum Matura-Informationsabend. Normalerweise mache ich das mit meiner Kollegin Elisa Albrecht, die ist nur leider heute verhindert, daher bin ich alleine und ich bitte Sie gleich, hören Sie sich mal an, was ich zu sagen habe, wenn Sie das Gefühl haben, es gibt ganz brennende Fragen, die an dieser Stelle gestellt werden müssen, dann melden Sie sich. Für Fragen ist aber im Anschluss an die Veranstaltung dann sowieso immer noch Zeit. Was ich Ihnen erzählen möchte oder worüber ich Sie informieren möchte, ist, wie die Matura bei uns am Abendgymnasium grundsätzlich momentan noch abläuft und wann der Umstieg auf die dezentrale Reifeprüfung voraussichtlich erfolgen wird und was es bei diesem Umstieg für Sie zu beachten gibt. Grundsätzlich schaut die Matura momentan noch so aus, dass Sie schriftlich antreten müssen, das wird auch in Zukunft so bleiben, in Deutsch und in Mathematik, das ist verpflichtet. Und dann gibt es die Variante, Sie wählen 3 schriftliche Prüfungen und 4 mündliche Prüfungen. Dann ist es Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache oder darstellende Geometrie schriftlich. Und mündliche Prüfungen haben Sie dementsprechend dann eben 3 oder 4, je nachdem, ob Sie 4 schriftlich oder 3 schriftlich gewählt haben. Die schriftlichen Prüfungen finden dieses Semester statt Anfang Dezember. Das steht auch immer schon zu Beginn des Semesters am Semesterkalender, wann die schriftlichen Prüfungen sein werden. Und die mündlichen Prüfungen sind für dieses Semester Ende Jänner, also von Mitte bis Ende Jänner. Das sind 14 Tage für die mündlichen Prüfungen reserviert. Und im Sommersemester sind die schriftlichen Prüfungen immer Anfang Mai und die mündlichen Prüfungen von Mitte bis Ende Juni. Dazwischen haben Sie ein bisschen Zeit und Zeit auch, sich vorzubereiten auf die mündlichen Prüfungen. Da gibt es dann Vorbereitungsstunden von den jeweiligen Lehrenden, bei denen Sie mündlich antreten werden. Und die geben Sie extra bekannt, wann diese Vorbereitungsstunden sind und da wird noch einmal der Stoff wiederholt, den Sie für die mündliche Matura-Prüfung können müssen. Also wie gesagt, das Wesentliche ist, Sie können momentan noch wählen zwischen 4 schriftlichen und 3 mündlichen oder eben 3 schriftlichen und 4 mündlichen Prüfungen. Was Sie dabei beachten müssen, ist, dass Sie eine lebende Fremdsprache schriftlich oder mündlich mindestens wählen müssen. Beides ist natürlich auch möglich, also schriftlich und mündlich geht natürlich auch, aber mindestens eine lebende Fremdsprache muss schriftlich oder mündlich gewählt werden. Das heißt, nur mit Latein kommen Sie nicht durch. Es sind aber alle lebenden Fremdsprachen möglich, also die bei uns an der Schule unterrichtet werden, Englisch, Französisch und Türkisch, beziehungsweise auch alle externen Fremdsprachen, ja, die Sie bei der Externistenprüfungskommission ablegen können. Also darauf müssen Sie aufpassen, dass eine lebende Fremdsprache entweder mündlich oder schriftlich zumindest bei Ihrer Prüfungswahl dabei ist. Welche Möglichkeit gibt es derzeit noch? Sie schreiben eine Fachbereichsarbeit. Eine Fachbereichsarbeit ersetzt Ihnen eine mündliche Prüfung. In diesem konkreten Beispiel wurde da schriftlich Deutsch, Mathematik und Englisch gewählt und mündlich Mathematik und Geschichte und eine Fachbereichsarbeit in Geografie. Das bedeutet, man muss auch in Geografie mündlich antreten. Die Fachbereichsarbeit wird im Unterschied zur vorwissenschaftlichen Arbeit, die dann bei der dezentralen Reifeprüfung auf die Studierenden zukommt, muss diese Fachbereichsarbeit einem Gegenstand zugeordnet werden und in diesem Gegenstand muss man dann mündlich antreten, bei der mündlichen Prüfung die Fachbereichsarbeit präsentieren und die Fragestellungen dazu beantworten und wie gesagt logischerweise in diesem Gegenstand dann mündlich antreten. Es entfällt dadurch aber eine mündliche Prüfung, also in dem Beispiel sind dann eben 3 schriftliche und 3 mündliche Prüfungen. Bei der Fachbereichsarbeit ist es ganz wichtig, dass Sie auf die Termine schauen. Es ist möglich, eine Fachbereichsarbeit vorgezogen zu machen. Es ist nur so, dass Sie immer ein Semester im Voraus diese Fachbereichsarbeit einreichen müssen. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise im Sommersemester 2016 im 8. Semester sind und Sie wollen dort zur Matura, zu Ihrem Haupttermin antreten, dann müssten Sie jetzt bis zum 12. Oktober das Thema der Fachbereichsarbeit einreichen und genehmigen lassen.
Das heißt, Sie müssen sich überlegen, in welchem Gegenstand Sie diese Fachbereichsarbeit schreiben möchten. Sie müssen sich überlegen, worüber Sie schreiben möchten und dann mit dem Lehrenden in diesem Gegenstand das Thema besprechen. Und dann gibt es im Sekretariat ein Formular, da kann man ausfüllen, worum es in dieser Fachbereichsarbeit ungefähr gehen wird. Und das muss bis zum 12. Oktober eingereicht werden. Dann wird das Thema hoffentlich genehmigt. Und dann haben Sie ein Semester quasi Zeit, diese Fachbereichsarbeit zu schreiben. Und Sie müssen sie am Beginn des Sommersemesters, muss diese Fachbereichsarbeit dann bereits abgegeben werden. Das heißt umgekehrt, wenn Sie jetzt schon im 8. Semester sind und in diesem Semester Ihre Matura abschließen möchten, das heißt im Dezember schriftlich und im Jänner mündlich antreten wollen, dann ist es für die Fachbereichsarbeit leider schon zu spät. Ja? Wenn Sie an einer anderen Schule bereits eine vorwissenschaftliche Arbeit geschrieben haben, besteht die Möglichkeit, diese auch noch bis zum 12. Oktober bei uns als Fachbereichsarbeit einzureichen. Betrifft das irgendjemanden? Hat irgendwer vorwissenschaftliche Arbeiten? Ja, bitte auf jeden Fall den Termin 12. Oktober im Auge behalten und gehen Sie in die Administration und sagen Sie, dass Sie eben diese vorwissenschaftliche Arbeit als Fachbereichsarbeit einreichen möchten. Ja? Das muss aber jetzt dann schon relativ zackig gehen. Also so schnell wie es geht in die Administration gehen und bekannt geben, dass die vorwissenschaftliche Arbeit als Fachbereichsarbeit eingereicht werden soll. Bitte. Ja? Und nicht vergessen, Sie müssen die Fachbereichsarbeit dann einem Thema, einem Modul, einem Gegenstand zuordnen und Sie müssen in diesem Gegenstand dann auch mündlich antreten. Ja? Also Anmeldung bzw. Abgabe, wenn Sie schon eine Fachbereichsarbeit geschrieben haben oder eben eine vorwissenschaftliche Arbeit, ist in diesem Semester der 12. Oktober. Welches ist Ihr persönlicher Matura-Termin? Sie werden, wenn Sie sich ein bisschen bei uns mit der Matura befassen, oft auf dieses Schlagwort Ihr Haupttermin bzw. der vorgezogene Antritt stoßen. Und die Frage ist, was ist denn das und was bedeutet das für Sie? Was sehr oft verwechselt wird, weil die Terminologie so ist, ist Termin hat jetzt nichts mit der Zeit zu tun. Ja? Das heißt, die Matura-Prüfungen, schriftlich oder mündlich, zum Haupttermin oder vorgezogen, finden alle im selben Zeitraum statt. Ob Sie zum Haupttermin antreten oder vorgezogen antreten, hängt davon ab, ob Sie in diesem Semester alle Ihre Matura-Prüfungen abschließen wollen, also ob Sie mit Ende Jänner mit der Matura fertig werden möchten, dann müssen Sie sich für Ihren Matura-Haupttermin anmelden. Andere Fächer können Sie vorgezogen, also wenn Sie jetzt beispielsweise im 3. Semester Geschichte besuchen und Sie sagen, Sie möchten gerne vorgezogen bereits in Geschichte mündlich maturieren, dann ist das möglich. Das ist in jedem Gegenstand möglich, den Sie abschließen. Und dann haben Sie Mitte bis Ende Jänner eine vorgezogene mündliche Prüfung, beispielsweise in Geschichte. Das Wichtige bei den vorgezogenen Prüfungen ist, dass Sie den Gegenstand, in dem Sie antreten wollen, im aktuellen Semester besuchen müssen. Das heißt, Sie können die vorgezogenen Prüfungen nur dann machen, wenn Sie jetzt in diesem Semester diesen Gegenstand besuchen, dann können Sie vorgezogen antreten. Was auch wichtig ist, ist, Sie können auch schriftlich vorgezogen antreten. Ja? Beispielsweise, Sie sind in Deutsch bereits im 8. Semester und in, sagen wir, Mathematik hinken Sie noch ein bisschen hinterher, ja? Dann können Sie bereits vorgezogen schriftlich in Deutsch antreten, machen zum selben Zeitraum wie die Haupttermine, nämlich Anfang Dezember, die schriftliche Prüfung. Und wenn Sie mündlich ebenfalls antreten wollen, dann ist Mitte bis Ende Jänner die mündliche Prüfung in Deutsch. Trotzdem ist das eine vorgezogene Prüfung, weil Sie ja die anderen Gegenstände noch nicht bei der Matura abschließen. Ist der Idealfall für einen Haupttermin. Wenn Ihre Schullaufbahn bis zum 20. November, das ist der Notenschluss in diesem Semester, so ausschaut, dann fallen Sie in den Haupttermin. Sie haben alle Module grün und mit Noten abgeschlossen, also alle Module positiv abgeschlossen.
Notenschluss 20. November und dann können Sie sich zum Haupttermin anmelden. Das heißt, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass am 20. November Ihre Schullaufbahn so aussehen wird, dann melden Sie sich zum Haupttermin an. Keine Module sind offen, keine Module sind negativ, alles ist grün und am 20. November werden Sie überall positive Noten haben. Der Anmeldeschluss für den Haupttermin in diesem Semester ist der 22. Oktober. Ja, das heißt, jetzt ist natürlich zwischen 22. Oktober und 20. November ein wenig Zeit, aber wenn Sie davon ausgehen und hoffen, dass Ihre Schullaufbahn am 20. November so aussieht, dann melden Sie sich bitte für den Haupttermin an. Sollte das dann doch nicht so sein, so im Optimalfall verlaufen, dann machen wir das so, dass Sie in allen Gegenständen, wo ein vorgezogener Antritt möglich ist, können Sie vorgezogen antreten und die anderen Gegenstände werden dafür für den Haupttermin aufgehoben. Der etwas kompliziertere Fall, ein Modul ist am 20. November negativ nicht beurteilt, rot. Das bedeutet, Sie können trotzdem zum Haupttermin antreten und sich zum Haupttermin anmelden, denn Sie können ein Fach im abschließenden Semester zur Matura mitnehmen. Da haben Sie dann eine Modulprüfung im Rahmen der Reifeprüfung, eine zusätzliche Prüfung. Was ganz, ganz wichtig ist dabei ist, wenn Ihre Schullaufbahn am 20. November so ausschaut, dann muss das bis zur Matura so bleiben. Ja? In diesem konkreten Fall wurde die Mathematik nicht positiv abgeschlossen. Man meldet sich zum Haupttermin an und dann könnte man auf die Idee kommen, dass man sich denkt, naja, im Dezember hat man jetzt noch viel Zeit, man geht zum Mathematiklehrer und versucht sich da prüfen zu lassen oder in irgendeinem anderen Gegenstand prüfen zu lassen. Das geht nicht. Wichtig ist, wenn Sie zum Haupttermin zugelassen sind, wenn Sie sich zum Haupttermin angemeldet haben und bei der Matura-Konferenz, die dann am Wochenende nach dem 20. November stattfinden wird, wenn Sie da zum Haupttermin zugelassen werden, dann dürfen Sie danach bis zur Matura keine Noten mehr erwerben. Das passiert ganz, ganz häufig und verlassen Sie sich bitte nicht darauf, dass Ihr Prüfer eh weiß oder Ihr Lehrer eh weiß, dass Sie zur Matura antreten wollen und so. Ja? Die wissen das nicht, weil die Studierenden mitunter die Angewohnheit haben, dass sie die Lehrer so zwischen Tür und Angel abpassen und sagen, aber bitte, ich brauche schnell noch eine Prüfung. Wir sehen dann ihre Schullaufbahn nicht vor uns und wir wissen nicht, dass sie sich zur Matura, zum Haupttermin angemeldet haben. Und wenn sie dann trotzdem eine Prüfung machen und hoffentlich auch eine positive Note haben, nutzt ihnen das gar nichts, weil diese Prüfung zählt nichts. Ja? Das heißt, jedenfalls ist in diesem Fall eine Modulprüfung im Rahmen der Reifeprüfung notwendig. Wenn Sie in einem schriftlichen Gegenstand, also einem Schularbeitsgegenstand, noch ein offenes Modul haben, dann müssen Sie sowieso schriftlich in Mathematik jetzt sowieso schriftlich antreten. Wenn Sie in irgendeinem anderen Gegenstand, wir haben später dann ein anderes Beispiel, was weiß ich, Physik oder so, nicht positiv abgeschlossen haben, haben Sie eine zusätzliche Modulprüfung im Rahmen der Reifeprüfung in Physik zusätzlich zu Ihren anderen mündlichen Prüfungen. Der Unterschied zwischen einer normalen mündlichen Maturaprüfung und einer Modulprüfung im Rahmen der Reifeprüfung ist folgender. Für eine mündliche Maturaprüfung brauchen Sie ein Spezialgebiet. Ja? Da kommen wir später noch dazu, wie das abläuft. Aber Sie müssen ein Spezialgebiet vorbereiten, Sie müssen ein Spezialgebiet bei der Anmeldung bekannt geben. Und bei der Maturaprüfung selber bekommen Sie bei der mündlichen Prüfung Fragen aus dem Kernstoff, zwei Fragen, wovon Sie sich eine aussuchen können, und eine Frage zu Ihrem Spezialgebiet, die Sie beantworten müssen. Wenn Sie eine Modulprüfung im Rahmen der Reifeprüfung haben, dann entfällt dieses Spezialgebiet, das müssen Sie nicht machen. Sie bekommen zwei Fragen zu dem Stoff des jeweiligen Semesters, das Sie hier nicht positiv abgeschlossen haben, und Sie müssen diese beiden Fragen beantworten. Was kann jetzt passieren? Vor allem im Falle von Mathematik, dass einige Leute spekulieren und sich denken, Mathematik werden sie ganz bestimmt nicht positiv abschließen. Ja? Damit sie sich diese
Modulprüfung im Rahmen der Reifeprüfung ersparen, treten Sie sowieso mündlich in Mathematik an. Also Sie melden sich für Mathematik schriftlich und mündlich an, um sich eine zusätzliche mündliche Prüfung zu ersparen. Das kann eine ganz schlaue Idee sein, jedoch nicht vergessen, wenn Sie sich in Mathematik mündlich für die Matura anmelden, dann müssen Sie in Mathematik auch ein Spezialgebiet vorbereiten. Wenn Ihnen vielleicht eine Modulprüfung im Rahmen der Reifeprüfung dazu kommt, dann wie gesagt kein Spezialgebiet. Ja? Ein anderer Fall, ein klassischer Fall ist, Sie haben, was haben wir in dem Fall, Physik noch gar nicht besucht, dann besteht hier auch die Möglichkeit, dass in einer Modulprüfung im Rahmen der Reifeprüfung zusätzlich bei der Matura eine zusätzliche Prüfung zu machen. Und all das fällt immer noch in den Haupttermin. Ja? Also das ist immer noch das Beispiel, Sie machen in diesem Semester Ihren Matura-Haupttermin. Was ist jetzt eine vorgezogene Teilprüfung? Wenn Ihre Schullaufbahn beispielsweise so aussieht, ja, dann werden Sie höchstwahrscheinlich keinen Haupttermin haben in diesem Semester. Aktuell besuchen Sie hier noch Deutsch und Englisch und Mathematik und was hatten wir noch, BE. Ist hier nicht positiv abgeschlossen, das heißt, Sie haben mehr als ein Modul, das am 20. November nicht positiv ist. Was können Sie tun? Matura-Haupttermin geht sich leider Gottes nicht aus, aber Deutsch und Englisch, die Gegenstände, die Sie im aktuellen Semester besuchen und abschließen, können Sie vorgezogen sich anmelden und vorgezogen schriftlich und auch mündlich antreten, wenn Sie möchten. Worauf Sie aufpassen müssen, ist Folgendes. Wenn Sie sich für eine vorgezogene Prüfung schriftlich und mündlich anmelden, dann ist diese Anmeldung verbindlich. Das heißt, Sie müssen dann auch schriftlich und mündlich antreten. Und umgekehrt, was viele Studierende überlegen, ist, sie melden sich mal vorgezogen schriftlich an, schauen dann, wie die Note ausfällt und überlegen vielleicht in einem nächsten Semester, wenn die Note nicht so ist, wie Sie sich das vorgestellt haben, dass Sie mündlich zusätzlich antreten. Das geht nicht. Ja? Also wenn Sie sich einmal bei der Anmeldung für eine Kombination nur schriftlich oder schriftlich und mündlich entschieden haben, dann ist das verbindlich und da müssen Sie dann auch antreten. Ausbessern der Note mit einer nachträglichen mündlichen Prüfung ist also nicht möglich. Ein anderer klassischer Fall für vorgezogene Termine ist folgender. Dieser Studierende, der ist dann noch nicht im 8. Semester in den Schularbeitsgegenständen, aber schließt ab Geografie, Geschichte, Biologie, Chemie, Physik in diesem Semester und kann da eine Auswahl treffen, in welchen Gegenständen man in diesem Semester vorgezogen mündlich antreten möchte. Jetzt gibt es gewisse Einschränkungen, in welchen Gegenständen Sie antreten können bzw. müssen. Ich habe zu Anfang schon gesagt, Sie können diese Auswahl 4 schriftlich, 3 mündlich bzw. 3 schriftlich und 4 mündlich, das können Sie sich aussuchen. Fachbereichsarbeit zu schreiben ist eine Wahlmöglichkeit für Sie. Sie müssen, je nachdem in welchem Schultyp Sie sind, aus einer gewissen Menge an Gegenständen zumindest eine mündliche Prüfung ablegen. Wie entscheidet sich, in welchem Schultyp Sie sind? Das bestimmt das typenbildende Wahlpflichtfach. Das ist das Wahlpflichtfach 1. Ja? Das haben Sie im 7. und 8. Semester. Und Sie können sich aussuchen, ob Sie Latein vertiefend machen, wenn Sie Latein als zweite Fremdsprache gewählt haben, ob Sie eine andere lebende Fremdsprache vertiefend wählen im 7. und 8. Semester, oder ob Sie darstellende Geometrie machen, oder ob Sie Informatik oder Ökonomie machen. Im Falle von Latein, ja, befinden Sie sich im sogenannten Gymnasiumszweig. Im Falle der zweiten lebenden Fremdsprache oder darstellenden Geometrie sind Sie im Realgymnasium und Informatik oder Ökonomie ist das wirtschaftskundliche Realgymnasium. Was bedeutet das jetzt für die Wahl der Maturafächer? Variante 1. Sie haben Latein als typenbildendes Wahlpflichtfach. Das bedeutet, Sie müssen bei den mündlichen Gegenständen zumindest ein Fach aus dieser Liste wählen. Das ist ein sogenanntes Gymnasiumsfach.
Wenn Sie sich das jetzt nicht merken können, brauchen Sie es auch nicht aufschreiben, weil Sie finden diese Liste auf unserer Homepage. Und zwar gibt es da einen Punkt Infos, im Menü oben ist Infos, und darunter gibt es FAQ zur Matura. Und da steht hoffentlich sehr viel von dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, sowieso dabei. Und unter anderem eben auch, in welchem Typ bin ich, je nachdem, welches Typenbild in der Wahlpflichtfach ich gewählt habe, und aus welchen Fächern muss ich bei der Matura eines zumindest mündlich wählen. Nächste Variante, Sie haben eine andere lebende Fremdsprache als Typenbild in das Wahlpflichtfach oder darstellende Geometrie. Wie gesagt, Sie sind im Realgymnasium und wieder gibt es hier eine Liste von Gegenständen, aus denen Sie wählen müssen, zumindest ein mündliches Fach. Es können natürlich mehr sein, ja? Aber eines muss zumindest dabei sein. Und die letzte Variante, Sie sind im wirtschaftskundlichen Realgymnasium, das heißt, Sie haben als typenbildendes Wahlpflichtfach Informatik oder Ökonomie gewählt und Sie müssen aus Geografie, Biologie, BP, Informatik oder Ökonomie zumindest einen Gegenstand mündlich bei der Matura wählen. Was noch immer eine Frage ist oder ein Grund für Schwierigkeiten, ist Ihre zweite Fremdsprache. Sie können in der zweiten Fremdsprache, also wenn Sie das bei uns im Unterricht besuchen, ist es Latein, Französisch oder Türkisch, ja, Sie können in dieser zweiten Fremdsprache zur Matura natürlich antreten. Sie können in der Kurzform, das heißt, Sie haben das nicht als typenbildendes Wahlpflichtfach gewählt, ebenfalls zur Matura antreten. Was aber nicht möglich ist, ist, dass Sie die zweite Fremdsprache bis zum 7. Semester besuchen, abschließen, dann zur Matura antreten und danach diese Sprache als typenbildendes Wahlpflichtfach wählen. Das geht nicht. Ja? Das heißt, wenn Sie in einem Gegenstand einmal zur Matura angetreten sind, ist dieser Gegenstand abgeschlossen. Es ist möglich, in der Kurzform, also nur nach dem 7. Semester zur Matura anzutreten, aber dann kann diese Sprache nicht das typenbildende Wahlpflichtfach sein. Externe Fremdsprachen kommen wir nachher noch dazu, ja? Die sind auch immer ein Knackpunkt bei der Matura. Wie können Sie sich jetzt für die Matura anmelden? Es gibt ein Anmeldeformular am Campus. Ja? Wenn Sie bereits Matura-Prüfungen gemacht haben, dann stehen dort schon oben, welche Prüfungen Sie gemacht haben, auch bei welchem Prüfer. Ansonsten drucken Sie sich dieses Anmeldeformular aus. Was Sie ausfüllen müssen, ist der Gegenstand, in dem Sie antreten, die Beurteilung noch nicht. Und wenn Sie mündlich in diesem Gegenstand antreten, Ihr Spezialgebiet muss da schon oben stehen und das muss vom Prüfer unterschrieben werden. Das heißt, der Prüfer muss mit Ihrem Spezialgebiet einverstanden sein und muss informiert sein, dass Sie dieses Spezialgebiet für die Matura wählen möchte. Wesentlich dabei ist, Ihr Prüfer kann nicht Sie persönlich bei der Matura ablehnen, das geht nicht. Ja? Er kann aber Ihr Spezialgebiet ablehnen. Und dann einigt man sich normalerweise mit dem Prüfer auf ein anderes oder ein bisschen ein modifiziertes Thema für das Spezialgebiet. Aber Sie als Person können vom Prüfer nicht abgelehnt werden bei der Matura. Dieses Formular, wenn Sie sich zum Haupttermin bzw. zu vorgezogenen schriftlichen Prüfungen anmelden wollen, ist der Anmeldeschluss der 22. Oktober. Und wir bitten Sie, dass Sie das entweder in der Administration bei der Kollegin Albrecht, die hat ganz viele Sprechstunden, die finden Sie auch auf der Homepage und an der Tür, abgeben, oder bei mir. Meine Sprechstunden schreibe ich Ihnen noch auf die Homepage. Für die Matura-Anmeldungsabgabe stehen auch an meiner Türe. Nehmen Sie sich da ein bisschen Zeit, wir gehen diese Anmeldung mit Ihnen durch und schauen, ob da eh keine Fehler passieren. Ja? Dass Sie sich das Schrecklichste, was passieren kann, ist, dass Sie vielleicht eine Prüfung zu viel machen. Ja? Also das wollen wir vermeiden im Vorhinein. Wir wollen, dass Sie sich richtig anmelden und daher schauen wir diese Anmeldung mit Ihnen durch. Anmeldeschluss für den Haupttermin und für vorgezogene schriftliche Prüfungen ist, wie gesagt, der 22. Oktober. Wenn Sie nur mündlich vorgezogen antreten möchten, dann ist das der 4. Dezember. Der Termin steht auch im Semesterkalender. Also nur für mündliche vorgezogene Prüfungen haben Sie schon ein bisschen länger Zeit. Ja? Aber schriftlich sind Sie, auch wenn Sie vorgezogen antreten, mit den Kandidaten beim Haupttermin in der ersten Dezemberwoche dabei und daher muss bis 22. Oktober diese Anmeldung abgegeben werden. Bitte
lassen Sie sich für die Unterschriften von den Lehrenden jetzt vielleicht nicht bis zum 22. Oktober mittags Zeit. Ja? Es könnte passieren, dass die vielleicht nicht im Haus sind oder gerade im Unterricht sind oder erkrankt sind. Sammeln Sie die Unterschriften so früh wie möglich. Wir haben immer Dramen von Studierenden, die dann beim Anmeldeschluss vor unserer Tür stehen und sagen, sie finden diesen und jenen Lehrenden nicht und sie brauchen noch ganz dringend eine Unterschrift. Ohne Unterschriften können wir ihr Anmeldeformular nicht entgegennehmen. Kümmern Sie sich rechtzeitig um die Unterschriften. Sie vermeiden Stress auf allen Seiten, vor allem auch auf Ihrer Seite. Das sind Zettel für Ihren Prüfer. Ja? Das ist keine Anmeldung zur Matura, sondern wenn Sie mündlich bei jemandem antreten wollen, dann tun Sie dem Lehrer einen großen Gefallen, wenn Sie auf so ein Zettelchen Ihren Namen, Ihr Spezialgebiet und Ihre Kontaktdaten draufschreiben. Weil sehr oft passiert es, dass, wie gesagt, zwischen Tür und Angel die Studierenden an den potenziellen Prüfern vorbeilaufen, sagen, sie wollen dieses und jenes Spezialgebiet machen, ob das eh in Ordnung geht und ja, sie treten an. Und bis der Lehrer dann in der Klasse ist, hat er das vielleicht schon wieder vergessen und dann den Überblick verloren, wer aller bei ihm antritt. Das heißt, nehmen Sie sich nachher oder wie gesagt vom Sekretariat solche Zettelchen. Sie brauchen maximal 4, weil mehr als 4 mündliche Prüfungen brauchen Sie nicht zu machen. Und füllen Sie das für Ihren Prüfer aus, geben Sie das Ihrem Prüfer, manche wollen es gar nicht, aber machen Sie das trotzdem mal. Aber das, wie gesagt, ist keine Anmeldung. Und dieses Anmeldeformular, das Sie sich aus dem Campus ausdrucken können, bitte, bitte, bitte auch auf jeden Fall bei mir oder in der Administration abgeben, nicht dem Prüfer geben, nicht irgendjemanden ins Fach legen lassen, nicht in der Administration unter der Türe durchschieben, solche lustigen Dinge, sondern bitte auf jeden Fall persönlich bei uns abgeben. Wenn Sie sich dann hoffentlich erfolgreich angemeldet haben und bei der Matura gelandet sind, wie schaut das dann aus? Schriftliche Prüfungen, haben wir schon gesagt, sind in der ersten Dezemberwoche. Sie finden am Semesterkalender sogar schon wann, an welchem Tag welche Prüfung stattfindet. Deutsch, Englisch und die zweite Fremdsprache sind 5 Stunden Prüfung und das sind 5 wirkliche Stunden, also keine Schulstunden, sondern wirkliche Stunden. Latein, Mathematik, Darstellende Geometrie, wo Sie auch schriftlich antreten können, ist 4 Stunden. Dann haben Sie die schriftlichen Prüfungen überstanden, dann haben Sie ein bisschen Zeit, auch Weihnachtsferien, wo Sie sich auf die mündlichen Prüfungen vorbereiten können. Ich habe schon gesagt, da gibt es dann Vorbereitungsstunden von den Lehrenden, die werden auf der Homepage veröffentlicht und Sie können Ihr Spezialgebiet vorbereiten. Die mündlichen Prüfungen, da gibt es in jedem Gegenstand einen sogenannten Kernstoff, das ist das, was alle lernen müssen. Bei der Matura-Prüfung bekommen Sie aus diesem Kernstoff 2 Fragen, von denen Sie eine beantworten müssen, und zwar nur eine. Ja? Also es nutzt 2 Beantworten, bringt keine Bonuspunkte, im Gegenteil, Sie müssen sich für eine entscheiden. Und eine Frage zu Ihrem Spezialgebiet, diese müssen Sie beantworten und Sie müssen beide Fragen positiv beantworten. Bei der mündlichen Prüfung selber haben Sie ca. 20 Minuten bis zu 30 Minuten Zeit, sich vorzubereiten, das heißt, da sind Sie schon in dem Prüfungsraum drinnen, und Sie bekommen bereits die Angabe für die mündlichen Prüfungen und Sie können sich dann 20, 30 Minuten vorbereiten auf diese Fragen, wählen eine Frage aus dem Kernstoff und dann die Prüfung selber dauert, wenn Sie alles gut können und wissen, geht das relativ schnell, zwischen 8 und 10 Minuten Prüfungszeit. In dieser Zeit sagen Sie bitte schnell und fix alles, was Sie zu diesem Thema wissen, möglichst richtig, und dann ist die Prüfung auch schnell wieder vorbei. Ja? Wichtig ist dabei, wir können Ihnen jetzt noch nicht sagen, an welchem Tag Sie zu diesen mündlichen Prüfungen drankommen werden. Das heißt, Sie müssen den gesamten Zeitraum, der im Semesterkalender für die mündlichen Prüfungen reserviert ist, einmal grundsätzlich frei halten, wenn Sie zur mündlichen Matura antreten wollen. Wir werden uns bemühen, dass wir vor den Weihnachtsferien diese
Matura-Einteilung noch veröffentlichen können. Wir können es aber nicht versprechen. Wenn nicht, dann ist es knapp nach den Weihnachtsferien. Aber bis dahin bitte auf jeden Fall alle Termine freihalten. Auch wir Lehrer können uns nicht aussuchen, wann wir für die Matura eingeteilt werden. Da ist die Kollegin Albrecht, die Matura-Einteilung macht, ganz streng. Also es gibt keine Sonderwünsche. Wichtig ist, wenn Sie zum Haupttermin antreten, sind alle Ihre Prüfungen an einem Halbtag. Wenn Sie vorgezogen antreten, können sich diese Prüfungen auch über mehrere Tage erstrecken. Ich habe Ihnen schon gesagt, wo Sie auf der Homepage diese Fragen zur Matura finden. Ich hoffe, das ist relativ vollständig beantwortet, was ich jetzt auch gerade erzählt habe. Was kann Ihnen noch passieren? Sie haben sich zum Haupttermin angemeldet und sind nicht antrittsberechtigt, weil Sie eben doch nicht alle Module oder alle minus 1 positiv abgeschlossen haben am 20. November. Wenn Sie das anstreben und hoffen, bis dahin alles positiv zu haben, bitte melden Sie sich trotzdem für den Haupttermin an. Bei der Matura-Konferenz sieht man dann eh, ob Sie das alles positiv abgeschlossen haben. Und dementsprechend, wenn das nicht der Fall ist, also wenn Sie mehr als ein Modul nicht positiv haben, werden Sie automatisch zu allen Prüfungen, die möglich sind, vorgezogen zugelassen und der Haupttermin verschiebt sich dann. Wenn Sie sich zur Matura anmelden, dann seien Sie bitte auch erreichbar. Ja, auf diesem Anmeldeformular müssen Sie Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse ausfüllen und bitte geben Sie da Daten an, die wirklich korrekt sind. Es kann sein, dass wir Sie im Notfall auch versuchen, telefonisch oder per E-Mail zu erreichen, um Sie zu informieren, welche Prüfungen möglich sind, beziehungsweise um Sie auch zu fragen, wo Sie denn jetzt wirklich antreten wollen, wenn das hoffentlich nicht, aber möglicherweise doch noch unklar ist. Sie haben eine negative schriftliche oder mündliche Reifeprüfung. Wenn Sie eine negative schriftliche Prüfung haben, dann bekommen Sie eine mündliche Zusatzprüfung. Bei einer negativen mündlichen Reifeprüfung müssen Sie zum nächsten Termin noch einmal antreten. Bei der negativen schriftlichen Prüfung, da spielt wieder eine Rolle, wo ich zuerst gesagt habe, Sie können spekulieren und melden sich automatisch mündlich an. Das bedeutet aber, wenn Sie den Gegenstand mündlich anmelden, Sie brauchen ein Spezialgebiet. Sollte die schriftliche Prüfung negativ sein, dann müssen Sie mündlich antreten, aber brauchen Sie kein Spezialgebiet. Sie haben einen externen Prüfer, das tritt dann ein, wenn Sie eine externe Fremdsprache haben. Ganz, ganz wichtig ist bitte, für die externen Fremdsprachen gilt nicht, dass Sie diese bis als offenes Modul zur Matura mitnehmen dürfen. Ja, also die externe Fremdsprache, die muss, wenn Sie sich zum Haupttermin anmelden, am 20. November abgeschlossen sein. Das ist oftmals schwierig wegen der Termine. Ja? Also bitte, externe Fremdsprache muss bis zum 20. November eine positive Note haben, sonst kommen Sie nicht zu Ihrem Matura-Haupttermin. Wenn Sie in der externen Fremdsprache antreten möchten, dann bitte anmelden. Die schriftlichen Prüfungen werden von der Externistenprüfungskommission vorgegeben, wann und wo die sind. Die mündlichen Prüfungen, die finden dann bei uns statt. Also im Rahmen Ihrer mündlichen Matura haben Sie dann auch die mündlichen Prüfungen in dieser externen Fremdsprache. Die teilzentrale Reifeprüfung ist ein schwieriges Thema, weil noch nicht alles hundertprozentig fix ist, aber ich sage Ihnen mal, was wir jetzt dazu sagen können. Ab dem Sommersemester 2017, wenn Sie da zu einem Haupttermin zugelassen sind, dann maturieren Sie in der teilzentralen, also im Rahmen der teilzentralen Reifeprüfung. Wenn Sie vor dem Sommersemester 2017 bereits vorgezogene Teilprüfungen abgelegt haben, dann werden diese anerkannt. Ja, also dann brauchen Sie die Prüfungen nicht noch einmal machen. Wenn Sie glauben, dass Sie in diesen Termin Sommersemester 2017 kommen werden, hat es keinen Sinn, 4 mündliche Teilprüfungen zu machen, weil es bei der neuen Matura nur 3 mündliche Teilprüfungen gibt. Das heißt, da haben Sie dann eine Prüfung zu viel gemacht. Ja? Also wenn Sie jetzt schon mündliche Prüfungen vorgezogen machen wollen, ist das eine gute Idee. Diese werden auch anerkannt, aber es hat keinen Sinn, 4 Prüfungen zu machen. Wenn Sie noch im Wintersemester 2016 zum Haupttermin zugelassen wurden und auch angetreten sind,
ja? Aber das aus irgendwelchen Gründen nicht positiv abgeschlossen haben, haben Sie 3 Jahre Zeit, die Matura nach dem alten System zu beenden. Dann werden Sie in das neue System überführt. Ich hoffe nicht, dass Sie länger als 3 Jahre dafür brauchen werden. Das sind so, glaube ich, ja. Was noch wichtig ist, wenn Sie im Sommersemester 2017 ja, zum Haupttermin antreten, brauchen Sie auf jeden Fall eine vorwissenschaftliche Arbeit. Also wenn Ihr Haupttermin in das Sommersemester 2017 fällt, dann müssen Sie eine vorwissenschaftliche Arbeit verfassen. Wir beenden den offiziellen Teil. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie wissen alles oder möglichst alles über die Matura. Und wenn Sie noch Fragen haben, können wir schauen, dass wir die jetzt noch klären können. Ja, ich hoffe.